when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only one. Und die Wolken haben sich nicht mehr zugehalten. Das hat also wohl was gebracht, dass ich den Stein eben da reingelegt habe. Vielleicht. Ja, kann sein. Hallo, wir sind auf dem Street Food Festival in Hannover. Hey Leute. Hi. Wir schauen jetzt, was es hier so zu essen gibt. Ja, ich bin mal gespannt, ey. Wir hoffen, dass wir was Veganes und im Idealfall was Rohveganes finden. Mal gucken. Ja, oder auf jeden Fall was Leckeres. Was Leckeres, da bin ich schwer dafür. Das ist echt abgefahren hier. Was sind das für Dinger, ey? Ach so, Kugeln, wo man reinkrabbeln kann. Ja, abgefahren. Okay. Und natürlich erstmal Standard-Pizza. Ja. Bestimmt trotzdem immer beliebt. Airstream Driving. Also der Wohnwagen ist echt verschärft, ey. Geil. Also was darfst du in Deutschland, glaube ich, nicht auf der Straße fahren, weil die, wenn das so spiegelt wegen der Sonne und so, es muss immer matt geschliffen sein oder matt lang. Habt ihr auch vegane Sachen? Nein, wir haben nur mit Gardinenhunden. Ach so. Hast du welcher hier vegan ist? Ja, das ist vegan. Ah, okay, danke. Danke. Da musst du halt, jetzt hast du die draußen bei den Gästen oder im Hintergrund. Oder halt mal mit dem folgende Schritt. Ist das hier der einzige vegane Platz? Wie ich auf jeden Fall schon mal lecker. Aber wir wollen uns noch ein bisschen umschauen. Wir sind gerade erst angekommen. Ja. Veggie-Mobil. Champignon-Burger, das hört sich ja lecker an. Und Süßkartoffel-Pommes. Wow. Ja, ich hab's gerade gesagt. Boah, ich glaube, ich probiere so eine Süßkartoffel-Pommes. Die sind lecker. Aber noch nicht jetzt. Ja, aber er springt immer noch so, ne? Also ein bisschen aufpassen. Hallo, na? Oh, du bist ja süß. Oh, kommst du einfach zu mir. Wow. Ja, er will jetzt am liebsten ja alles essen, ne? Das darf er ja nicht. Also so einen Hund in der Art will ich auch irgendwann mal halten. Wenn ich genug Platz dafür habe. Ja. So. Mach was hin. Ja, fein. Wunderbar. Schönen Abend. Ja, schönen Abend. Frittierte Schokoriegel. Hammerhart. Sind wir hier im Himmel gelandet oder was? Ey, oder ey, gibt's das nicht in Amiland auch oder so? Ich weiß es nicht. Aber Oreos sind sogar vegan, ne? Die Originalen, die sind vegan. Ja. Wusstest du? Nee, das wusste ich nicht bisher. Die Originalen auf jeden Fall. Ja. Meine Mutter ist auch aus Kenia. Ja. Ja, bist du auch Kenianer? Ich bin nicht Kenianerin, ja? Ja. Ja. Und welche Stamm? Kamba. Ah, okay. Kann ich. Meine Mutter ist Lu. Huyu. Luo. 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 Ja, ja. Ja. Sieht sehr lecker ja aus. Habt ihr auch vegetarisch oder vegan? Ja, am mir. Das ist ja so wie bei. Ja. Ohne Fleisch. Das ist die Wurst, das ist Mangold. Also irgendwas davon habe ich schon gegessen. Ich glaube, das habe ich schon mal gegessen. Das ist sogar vegan. Das riecht so wie was, was ich schon mal gegessen habe. Schön. Entschuldigung, dürfen wir mal sehen, den Teller? Ja. Sieben Euro, ja. Willst du mal? Filmst du mal?
Also, wir nehmen uns jetzt Domo da mit Erdnusssoße. Bin ich mal gespannt. Können wir da noch ein bisschen scharf? Aber nur eine Seite, bitte. Ja, hier auf die Seite. Oder? Und wie lange, also ich meine, gut, ihr seid in Tibet, ist ja, wohnt da überhaupt noch jemand, der jetzt in... Nein, ich bin also, in Indien geboren und aufgewachsen, meine Eltern sind schon in Indien. Ja, ja, ist auch besser so wahrscheinlich. Die Chinesen sind ein bisschen verrückt. Oh nein, jetzt werde ich von der chinesischen Mafia verfolgt. Naja, man kann aber den Spirit seines Landes ja trotzdem weiter behalten. Sicher, ja. Immer. Deswegen, ich bin mit ja. Team. Wunderbar. Eine Gebetsmühle. Ja, darf man... das ist Solargebet. Müssen wir ihm ein bisschen Sonne schenken. Ein kleines Gebet sozusagen. Ja, jetzt der Bürgerman. Nice. Nochmal am 12. Oktober, Mittwoch und Donnerstag, war die neue Geo. Kenn ich gar nicht, weiß ich nicht. Ich bin nicht von hier. Das Geo-Magazin? Ach so, bei die Geo, ja, cool. Ja? Kannst du nicht? Doch, klar kenne ich die Geo. Nochmal Ernährungswissenschaft. Kommt nächsten Mittwoch und Donnerstag raus. Ja? Und da seid ihr drin, oder was? Vier Seiten. Vier Seiten, echt? Und warum? Habt ihr irgendwie eine längere Geschichte, dass ihr das schon lange macht, oder? Nee, weil das hier kommt einfach aus eigener Herstellung. Wir arbeiten ein bisschen anders. Wow. Also ja. Ihr stellt auch den Tofu selber her? Und die Sojabohnen auch? Nee. Sojabohnen kauft ihr? Aber ihr stellt alles selber her aus gekauften guten Produkten? Ja, das ist super toll. Das ist sehr genial. Das hört sich fast an, als sollten wir das vielleicht mal probieren. Ja, schauen wir mal. Es gibt ja hier viel Auswahl. Ja. Also die Burger Patties sind genau. Auch Soja, ne? Ja, welchen meinst du? Den Barbecue oder den Season Burger? Also der Season Burger ist ja vegetarisch, ne? Der heißt Season Burger, weil es wird nur das Gemüse verwendet mit dem Patty, was momentan gerade abgebaut wird oder angebaut wird. Aha. Das heißt, im Winter kann ich mir vorstellen, ein Patty aus Pastinaken, aus Möhren, aus Röster. Das ist das, was da ist. Und dann muss man halt die Balance finden. Ja. Ja, zwischen der Würzung und dem Biss. Ja, wunderbar. Also Pastinaken haben wir letzte Woche auch noch irgendwie so Auflauf gemacht. Das war total lecker. Ja. Also super. Dieses Schleimige macht der Hammer. Ja? Ich mag eher die knackigen Sachen. Also wir haben den Auflauf so gemacht, dass man halt, sag ich mal, dass der Brokkoli und alles halt noch irgendwie noch knackig war, damit man da noch beißen konnte. Und der Käse halt nur ein bisschen überbacken und die Nudeln halt gekocht. Ne? Genau. Ja, boah, das ist echt sehr teuer, aber ich glaube, wir kommen da nochmal drauf zurück. Ja, wir gehen noch eine Runde und dann entscheiden wir uns. Wir haben ja nur einen Magen. Ja, geil, vielen Dank. Extra Doppelwopper für uns. Danke. Ja, nice. Und dieser Typ da hinten. Da so voll alleine und so ein bisschen lauter. Da merkt das voll. Da ist es voll kalt und. Wuhu! Yay! Das ist ein Burger, ne? Ja. Wow. Oh, danke schön. Bitte schön. Hammerhart. Dankeschön. Vielen Dank. Dann noch einen schönen Abend. Danke. Bis
Danke. So ungefähr und dann schön zusammen. Und dann hoffen, dass der Mund groß genug ist. Boah. Mein Mund ist zu klein. Ich hab doch sonst immer eine große Fresse. Jetzt funktioniert's nicht. Film nochmal den Wagen. Boah, abgefahren, wie der nach Rote Beete schmeckt. Echt? Krass. You are.